Wie gut, dass ich ein Künstler bin. Habe also eine Tür beschmiert und habe die Ehre, das teuer bezahlt zu bekommen. Man will eine Schule nach mir benennen. Nun denn, wenn sie im feinsten Viertel liegt, an mir soll es nicht liegen. Wie gut, dass ich ein Künstler bin. Man stelle sich bloß einmal vor, ich wäre stattdessen ein Richter. Hilfs- und Hauptschöffen sowie Verteidiger würde ich sofort des Saales verweisen, damit ich nicht nur den vermaledeiten Angeklagten, sondern auch Zeugen und Sachverständige tüchtig anschreien könnte, wenn mir einer schief gescheitelt, übel parfümiert oder an ungenehmigtem Hemde daherkäme, würde ich ihn umgehend zum Tode verurteilen, sei er auch nur Windelveruntreuer oder sonst wie lapidar. Gnadengesuchsteller würde ich nur auslachen und statt Gnade zu gewähren, Likör trinken. Massenmörder hingegen würde ich frei herumlaufen lassen, wenn sie mir nur eine Spur sympathisch und nützlich erschienen. Läge zum Beispiel bei mir zu Hause irgendeine Reparatur an, würde ich den Massenmörder fragen, ob er mir das wohl schnell mal machen könnte und schon wäre er auf freiem Fuß. Könnte er nicht, schösse ich ihn auf der Stelle nieder, da könnte er noch so nett dreinschauen. Niemand hierzulande würde einen solchen Richter wie mich gutheißen. Wie gut, dass ich nicht Richter bin. Als Lehrer, der ich glücklicherweise auch nicht bin, wäre ich freilich um keinen Deut besser. Statt Deutsch würde ich die Kinder selbst ausgedachte Idiome lehren und frank und frei behaupten, der Mensch stamme vom Kaktus ab. Nach dem Unterricht würde ich die Reizenderen unter den Schülern mit nach Hause nehmen und sie mit für Jugendliche völlig ungeeignetem Lesestoff oder sogar entsprechenden Abbildungen konfrontieren. Wenn einer mault, kommt er in den Wandschrank und Schluss damit, Tür schnappt zu und tja, der kleine Hoffnungsträger muss verdursten. Eltern wären zu Recht empört über so einen Lehrer, wie gut, dass ich nicht Lehrer bin. Ich bin nicht Richter, bin nicht Lehrer, auch keine Marketenderin, um hier mal einen völlig unpassenden Ausdruck einzuflechten. Als solche würde ich fürs Kilo Wirsing glattweg 80 Mark verlangen und dabei auch noch schnippisch gucken. Was bin ich also, was bin ich denn? Ei, ich bin ein Künstler. Ein Künstler hat es gut. Er braucht nur eine alte Tür mit Farbe zu beschmieren und zu sagen, das ist Kunst. Käme dagegen ein Richter mit so einer Tür und sagte, das ist Gerechtigkeit, würde man ihn verhöhnen und einem Lehrer, der sich herausnehme, auf besagte Tür zu deuten mit dem Hinweis, dieses sei Erziehung, würde es kaum besser gehen. Ein Künstler dagegen, der sagt, das sei Kunst, erntet Lob, internationales womöglich, Zustimmung, hochdotierte Preise und gratis Inspirationsaufenthalte in Kulturmetropolen, wo der Wein in Strömen fließt und Frauen sich nicht lange zieren. Künstlern zuliebe werden Straßen umbenannt und verbreitert, an denen dann mittags, wenn der Künstler Brötchen holen gefahren wird, fähnchenschwenkende Schulklassen stehen. Hausfrauen und Studentinnen fallen anschließend beim Bäcker in Ohnmacht. Auch der attraktiven Gattin des Bundespräsidenten zittern ein wenig die Hände, wenn sie einem von uns Künstlern einen Tee eingießt. Ausnahmsweise könnte es auch vorkommen, dass einer wie ich der Präsidentengattin ihren Tee in ihre Haare gießt. Das soll man aber nicht dramatisieren. Künstler sind halt ein launisches Völkchen. Dem wird in der Bevölkerung im Allgemeinen uneingeschränktes Verständnis entgegengebracht. Er leidet halt ganz schrecklich an der Nichtigkeit des Seins, wird die Präsidentenfrau beim Haarewaschen denken und abends sagt sie ihrem Mann nur leise, du hättest seine dämonischen Augen sehen sollen, ein Künstler von Kopf bis Fuß. Ein Entschuldigungsschreiben wird sie nicht erwarten, aber manchmal ein wenig heimliche Sehnsucht haben nach diesem fuchsteufelswilden Kreativen. Tja, so sind wir halt. Keiner wird es einem Künstler übel nehmen, wenn er den Tag und Nacht vor seinem Hause lauernden Herren und Damen Journalisten die Kameras zertrümmert oder Autogrammjägern ihre Kugelschreiber in den Rücken rammt. Der Arme, er hat eine Schaffenskrise, werden sie wispern und dem Künstler beide Daumen drücken, dass es ihm bald besser gehe. Als Künstler ist man beliebt, man braucht keine Miete zu zahlen und Steuern und Strom schon gar nicht. Stattdessen bekommt man von der Künstlersozialkasse die herrlichsten Geldbeträge überwiesen und zum Geburtstag einen riesigen Blumenstrauß. Wie gut, dass ich nicht Richter oder Lehrer bin. Wie gut, dass ich ein Künstler bin.
Dankeschön.